Er hatte einen guten Lauf in dieser Nacht. Er schrieb in eines durch. Wort für Wort, Zeile für Zeile, Satz um Satz, Seite für Seite. Einen so guten Gedankengang hatte er schon lange nicht mehr. Als er bemerkte, dass es schon langsam heller wurde, wurde ihm klar, dass er die ganze Nacht hindurch geschrieben hatte. Das hatte er nicht erwartet. Er war immerhin stundenlang mit dem Auto unterwegs gewesen. Er wollte eigentlich nur ein paar Sätze schreiben, um nicht den Faden zu verlieren. Aber damit hat er nicht gerechnet. Er speicherte sein Werk ab, schaltete den Computer aus und ging ins Bad. Eine Dusche war jetzt genau das Richtige. Das heiße Wasser entspannte seine Rückenmuskulatur und dann spürte er die nun aufsteigende Müdigkeit. Erschöpft, aber gut gelaunt, fiel er in das weiche Bett und schlief in wenigen Minuten ein. Als er die Augen wieder aufschlug, war es bereits dunkel. Eieieiei, ich werde jetzt wohl wieder nachtaktiv. Aber das besorgte ihm wenig. Als Held der schreibenden Feder war er derartige Rhythmusstörungen gewöhnt. Er kleidete sich an, ging in die Küche, nahm sich eine Schüssel aus dem Schrank, sich innerlich freuend, da selbst Geschirr vorhanden war, und machte sich eine Ladung Cornflakes. Er muss sich bei Mr. Smith unbedingt bedanken, da die Speisekammer ebenfalls randvoll mit Lebensmitteln war. Laut knuspernd ging er samt Schüssel durch das Erdgeschoss und beäugte erstmal sein neues Heim genauer. Regale voller Bücher über verschiedene Themen, Sitzgarnituren, Kabinen und das Beste, Flachbildfernseher so groß wie eine Kinoleinwand. So lässt es sich leben. Er schaltete ein paar Kanäle durch, fand aber nichts Interessantes in der Glotze. Naja, er war zum Schreiben hier. Er würde später noch genug Zeit haben, um diese mit Belanglosigkeiten totzuschlagen. Er stampfte die Treppe hoch, schaltete den PC an und lockerte seine Finger. Und ja, er ließ die benutzte Schüssel im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen. Er musste doch den Ruf eines Junggesellen nachkommen. Was ich heute kann besorgen und so weiter und so fort. Er legte kurz den Kopf nach hinten, leerte seine Gedanken und fing an zu schreiben. Die sich in seinem Kopf aufbauende Geschichte floss in seine Finger und endete als schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund auf seinem Bildschirm. Ein Geräusch unterbrach seine Konzentration und Schreibwut. Er drehte sich ruckartig um. Von irgendwo kam ein Kratzen. Es klang wie Fingernägel auf Holz. Er konnte aber nicht die Richtung des Geräusches ausmachen. Er stand auf und ging die Räume ab. Weg. Es herrschte, bis auf den nun wieder heulenden Wind im Haus, Ruhe. Okay. Er müsste wohl einen Kammerjäger organisieren. Soweit auf dem flachen Land gibt es wohl auch jede Menge Ungeziefer. Er sah auf die Uhr. 3.45 Uhr. Um diese Zeit könnte er höchstens die Polizei oder den Notruf allgemein erreichen. Er witzelte, wobei er immer doller anfing zu schmunzeln und zu lachen. Hallo, Officer? Ich habe wohl Ratten oder Käfer im Haus. Kann Ihr 38er das lösen? Hey, nehmen Sie die Feldmaus fest. Die kratzt an mein Haus voll Leckereien. Newstime. Kakerlake wegen Hausfriedensbruch verhaftet. 3,5 Millionen Angehörige sind empört. Er konnte nicht noch mehr lachen. Er bekam schon Bauchschmerzen durch die Anstrengungen in der Magengegend. Heiter und mit Lachtränen in den Augen ging er wieder in sein Büro und schrieb weiter. Bis auf das Geheule des Windes war es der Rest der Nacht ruhig. Als er erwachte, hatte er tiefe Abdrücke der Tastatur im Gesicht. Er war während des Schreibens mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt und eingeschlafen.
Er hatte 684 Seiten mit einem durchgehenden Kuddelmuddel an Buchstaben geschrieben. Huch, meinte er etwas spöttisch gegen sich selbst. Das letzte Mal, wo er auf dem Keyboard eingeschlafen war, da war er vielleicht 12 oder 13. Er wollte eine Nacht durchziehen mit Spielen auf einen C64. Das hat nicht so gut funktioniert. Das Resultat war das gleiche wie jetzt. Lauter kleine Vierecke im Gesicht. Er erhob sich. Das laute Knacken seiner Knie war fast so laut wie das Knacken der alten Holzdielen des Fußbodens. Leicht schwankend schleppte er sich ins Bad und nahm eine heiße Dusche.